Hovhannes, Sie sind Armenier. Soeben hat im Bundestag beschlossen, die armenische Mord Genozid zu nennen. Wie fühlen Sie sich jetzt? Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es war längst überfällig, dass das passiert nach 101 Jahren. Deswegen ist es ein gutes Zeichen, dass dies passiert ist. Aber gleichzeitig müssen wir weitermachen und weiterkämpfen, damit das in den Schulbüchern, in den Veranstaltungen, im öffentlichen Leben anerkannt wird. Und heute waren Angela Merkel und Bär Steinbrück nicht dabei. Was finden Sie davon? Ich finde das respektlos von ihnen. Das zeigt, dass sie keinerlei Interesse daran hatten und dass sie dieser Bedeutung nicht gerecht wurden. Das zeigt einfach, dass sie sehr schamlos agiert haben und nicht in der Lage waren, die Bedeutung zu erahnen, die das für uns hatte. Ja, und was denken Sie, wird jetzt die Spannung zwischen Deutschland und der Türkei größer oder ist das egal? Ich denke, kurzfristig ist davon auszugehen. Allerdings wird die Frage sein, inwiefern das langfristige Auswirkungen hat. Deutschland ist nicht das erste Land gewesen, was seine Resolution verabschiedet hat. Und in diesem Zuge hatte die Türkei schon vorher Streit und Schwierigkeiten mit anderen Ländern, wie Frankreich zum Beispiel. Aber das hat sich dann in Gang gelegt, weil die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen diesen Verbrecherstaaten so groß sind. Ja. Und ich denke, letztendlich wird das keine langfristige Auswirkung haben, aber wir werden sehen. Ja, da wurde auch gesagt im Bundestag, es ist der erste Schritt zur Aufarbeitung. Es ist natürlich wichtig, dass Deutschland das gesagt hat, auch als ehemaliger Partner der türkischen Regierung damals. Ist das für Sie auch ein erster Schritt zur Aufarbeitung mit des Konflikts mit der Türkei? Ja, in diesem Sinne schon. Deutschland hat eine sehr große Verantwortung, weil sie im Deutschen Reich natürlich fester Verbündeter waren des Osmanischen Reiches. Und ohne Deutschland wäre dieser Völkermord auch nicht zustande gekommen. Denn Deutschland hat unermessliche logistische Hilfe vor allem geleistet. Und in diesem Sinne steht Deutschland auch in einer besonderen Verantwortung. Und es ist auch weiterhin die Aufgabe der armenischen, aber auch der türkischen Zivilgesellschaft, der Arbeiterinnen, der Linken, dafür zu sorgen, dass dieses Thema aufgearbeitet und aufgeklärt wird. Wie gesagt, das war ein weiterer Schritt, aber wir müssen weitermachen und das in alle Schichten der Gesellschaft tragen. Eine sehr erfreuliche Tag für Sie. Sie werden heute noch lange feiern, bestimmt. Nein, feiern werde ich nicht. Nein? Dazu war die Resolution zu schwach. Sie war sehr zaghaft formuliert. Sie muss klar benennen, dass Deutschland Mitschuld hatte und dass es auch ein Völkermord ist. Ja. Und in diesem Sinne ein guter erster Schritt. Das ist ein Lohn unserer Arbeit, des Kampfes auf der Straße. Aber wir werden weitermachen und sind jetzt viel motivierter. Was bedeutet weitermachen für Sie? Was ist Ihr nächstes Ziel? Ich denke, wir werden weiterhin darauf arbeiten, dass auf juristischer Ebene die Leugnung des Völkermordes unter Strafe gestellt wird. Dass dies nicht einfach so als Meinungsäußerung abgetan werden kann, denn das ist eine Tatsache. Und wir werden natürlich weiterhin in Veranstaltungen zum Jahrestag, aber auch zu dem Jahrestag von dem Tod von Grand Dink, weiterhin Veranstaltungen machen, Artikel schreiben, Proteste machen, Kundgebungen, Demonstrationen, alles was dazugehört, um den Opfern gerecht zu werden, um zu zeigen, dass es diesen Völkermord gab, um auch zu zeigen, was wirklich passiert ist. Vielen Dank und guten schönen Tag noch und genieße.